Diese guten Anime hast du vergessen. Und ich erinnere dich wieder daran. Gleich nach dem Intro. Alle 3 Monate gibt es einen Haufen neuer Anime. Dann startet eine neue Season. Und es gibt wieder so viele Serien, dass man gar nicht alle schauen kann. Schnell vergisst man alte Klassiker. Animes, die man vor 2 oder 3 Jahren gesehen hat. Wo man vielleicht immer eine Fortsetzung von sehen wollte. Wo man wissen wollte, wie es weitergeht. Heute rede ich genau über diese Serien. Animes, die du wahrscheinlich kennst. Oder von denen du schon mal gehört hast. Die du aber wieder vergessen hast. Beginnen wir mit Deadman Wonderland. Kennt ihr den Anime noch? Hier eine kurze Erinnerung. Alles beginnt bei diesem Action-Anime zuerst ganz harmlos. Gunther redet wie jeden Morgen mit seinen Freunden. Doch dann passiert etwas Unvorstellbares. Seine ganze Klasse wird von einem fliegenden Monster getötet. Er ist der Einzige, der überlebt hat. Und somit wird auch er verdächtigt, es getan zu haben. Er wird sogar verurteilt und muss ins Gefängnis. Doch dies ist keine normale Haftanstalt. In Deadman Wonderland müssen die Insassen ums Überleben kämpfen. Sogar vor Publikum. Aber nicht nur das. Die Insassen haben auch besondere Fähigkeiten. So können sie Blut bändigen. Und mit diesen Kräften treten sie gegeneinander an. Wer ist der Beste? Wer wird entkommen können? Deadman Wonderland erschien schon 2011 in Japan und schaffte es erst 3 Jahre später zu uns. Damals gab es noch keine Simulcasts. Da hat alles deutlich länger gedauert. Trotzdem haben wir immer auf eine 2. Staffel gehofft. Denn das Ende ist wirklich offen. Leider mussten wir dafür auf den Manga zurückgreifen. Da erfuhren wir dann, wie alles zu Ende ging. Zum Glück kann man den wenigstens bei uns kaufen. Wer also schon immer wissen wollte, wie der Anime endet, sollte einfach den Manga lesen. Und dabei ruhig immer das Opening hören. Denn das ist wirklich fantastisch. Weiter geht's mit Die Melancholie der Harui Suzumiya. Dieser erschien schon 2008 bei uns. Der Anime handelt von dem aufgeweckten Mädchen Harui. So findet sie das alltägliche Leben unglaublich langweilig. Sie würde lieber Aliens oder Geister treffen und nicht den ganzen Tag nur doof in der Schule hocken. Deswegen gründet sie einen inoffiziellen Club, mit dem will sie genau diese übernatürlichen Wesen und Phänomene untersuchen. Allein macht das jedoch keinen Spaß. Und so geht sie auf Mitgliedersuche. Schnell packt sie sich ihren Klassenkameraden Kion, der eigentlich daran gar kein Interesse hat. Die tollpatschige Asahina, der Bücherwurm Yuki und der coole Koizumi stoßen auch bald dazu. Was zuerst wie eine ganz normale Schulserie wirkt, wird schnell deutlich mehr. So sind manche Personen in diesem Anime nämlich keine normalen Menschen. Aber das findet ihr doch lieber selbst heraus. Die Melancholie der Harui Suzumiya ist ein in Vergessenheit geratener Klassiker. Der war damals mit für den Boom der Schulserien verantwortlich. Dieser Anime ist aber immer noch einer der besten dieses Subgenres. Durch die fabelhaften Animationen kann man ihn sich auch heute noch anschauen. Leider ist auch hier das Ende ziemlich offen. Wenn man wissen will, wie es weitergeht, muss man schon lesen. Aber wirklich lesen. Denn das Originalwerk ist ein Light Novel. Also 200 Seiten Text mit ein paar Bildern. Kommen wir nun zu einer Serie, die viele noch von Super RTL kennen, nämlich Guardian of the Spirit. Dort liefen nämlich am Freitag immer 4 Folgen. Aber worum geht es bei der Serie? Nach 2 Jahren kehrt die Leibwächterin Balsa in das Königreich Yogo zurück. Dort wird sie Zeuge eines scheinbaren Unfalls des 11-jährigen Prinzen Shagum. Dieser stürzt von einer Brücke in einen reißenden Fluss. Schnell springt Balsa hinterher. Sie kann ihn noch so gerade vor dem sicheren Tod bewahren. Zum Dank lädt die Kaiserin sie in den Palast und weiht Balsa in das schreckliche Geheimnis um ihren Sohn ein. So scheint dieser nämlich seit Monaten von einer fremden Macht besessen zu sein. Um einen öffentlichen Skandal zu verhindern, will der Kaiser seinen eigenen Sohn umbringen. Dies will jedoch die Kaiserin nicht zulassen, weswegen sie Shagum in Balsas Obhut gibt. Sie soll mit ihm fliehen und ihm so den Tod ersparen. Doch was hat es mit dieser fremden Macht auf sich? Und ist sie wirklich etwas Schlechtes? Guardian of the Spirit überzeugt besonders mit seinem erfrischend historischen Setting. Sowas sieht man in Animes heutzutage eher selten. Die Serie stammt übrigens vom renommierten Studio Production IG. Somit kann man ihn auch heute noch locker anschauen. Besonders aber das grandiose Opening geht einem so schnell nicht mehr aus dem Ohr. Allein um das wieder zu hören, wird man gleich mit der nächsten Folge weitermachen. Kommen wir nun aber zu einer ganz besonderen Serie, nämlich zu Tsubasa Chronicle. So geht es bei dem Anime nämlich um Weltenreiser, also die zwischen verschiedenen Welten hin und her reisen. Und
und der Anime spielt im Clamp-Universum. Dies wurde von der Mangaka-Gruppe Clamp entworfen. So haben sie zum Beispiel XXXHolic oder auch Cardcaptor Sakura gezeichnet. Sie waren sogar für das Charakterdesign von Kokis zuständig, aber der ist nicht Teil von dem Universum. In Tsubasa Chronicle reisen also die Charaktere durch die unterschiedlichen Animes, beziehungsweise tauchen schon in den jeweiligen Serien auf. Echt eine interessante Idee. So hat nämlich Shaorans große Liebe ihre Erinnerungen verloren. Und diese Erinnerungsstücke sind im ganzen Universum verteilt. Somit müssen sie in unterschiedliche Welten reisen, um sie wieder einzusammeln. Echt eine interessante Idee. Besonders, wenn man schon vorher die ganzen Welten etabliert hat. Aber besonders die Musik ist wirklich klasse. Wenn man die hört, ist man sofort gehypt. Weiter geht's mit einer Serie, die damals extrem beliebt war. Und zwar Elfenlied. Auch wenn er in den letzten Jahren immer mehr in Vergessenheit gerät. Dieser Anime dreht sich um die Diclonios. Das sind Menschen mit besonderen Fähigkeiten. So haben sie unsichtbare Arme, welche sie beliebig kontrollieren können. Eine dieser Diclonios bricht eines Tages aus dem Forschungslabor aus. Zufällig stoßen zwei Teenager auf sie. Als sie Lucy zu sich aufnehmen, wissen sie jedoch nicht, was für ein Wesen sie wirklich ist. Denn Lucy hat ihre Erinnerungen verloren und ist aktuell ziemlich harmlos. Doch ihre böse Seite wartet nur darauf, wieder zu erwachen. Wer übrigens mit dem Ende nicht zufrieden ist, kann sich auch den Manga besorgen. Der geht nämlich nochmal deutlich weiter als der Anime. Kommen wir nun zu einer Serie, die wahrscheinlich niemand mehr kennt. Und zwar Planetes. Schrott im Weltraum aufsammeln, wie kann das nur interessant sein? Planetes zeigt wie. Im Jahre 2075 hat sich im Weltraum ganz schön viel Müll angesammelt. Von kaputten Satelliten bis ganzen Raumschiffen ist alles dabei. Um aber sichere Weltraumflüge ermöglichen zu können, muss das alles wieder eingesammelt werden. Die junge Rekrutin Ai Tanabe ist zuerst hochmotiviert, bis sie der schlechtesten Gruppe zugeordnet wird. Doch schnell bemerkt sie, dass diese ihren Ruf eigentlich nicht verdient hat. Sie sind nämlich einfach nur ein ziemlich einzigartiger Haufen. Und so beginnt die 26 Episoden umfassende Serie. Der Anime ist echt mal was ganz anderes. Wer also mal was Neues sehen will, sollte da unbedingt reinschauen. Kommen wir nun aber mal wieder zu einer lustigen Serie. Und zwar School Rumble. Hier geht es wieder zurück in die Schule. Bei diesem Romance-Anime entsteht ein typisches Liebesdreieck. Die Protagonistin ist in einen Jungen verliebt. Doch sie traut sich nicht, ihm ihre Liebe zu gestehen. Auch wenn sie es immer wieder versucht. Ein anderer Junge namens Kenji dagegen ist auch in unsere Protagonistin verliebt. Mit wem wird sie am Ende zusammenkommen? Leider hat der Anime sich jedoch scheinbar nicht so gut verkauft, denn zu uns kam nur Staffel 1, was natürlich echt schade ist, aber trotzdem sollte man mal einen Blick riskieren. Kommen wir nun zu einer Serie, die ein echter Klassiker werden sollte, doch leider ist auch sie schnell wieder in Vergessenheit geraten, und zwar die Greyman. Dieser Anime hätte locker genauso beliebt wie Black Clover werden können, doch leider war er nach 100 Folgen schon zu Ende. Jedoch war die Geschichte noch nicht abgeschlossen, da half es auch nicht, dass es 10 Jahre später eine zweite Staffel gab. Jedoch nur mit 13 Folgen. Doch worum geht es bei dem Anime? Die Greyman spielt zum Ende des 19. Jahrhunderts. Zu der Zeit ist die Menschheit in großer Gefahr. So erschafft nämlich der Millennium-Graf aus den Seelen der Menschen böse Dämonen. Die greifen die Menschen an und sind nahezu unbesiegbar. Nur die Exorzisten des Schwarzen Ordens können gegen sie etwas ausrichten. Alan Walker ist einer dieser Exorzisten. Und er ist auch gerade auf dem Weg zum Hauptquartier des Schwarzen Ordens. Alan weiß jedoch noch nicht, wie wichtig er im Kampf gegen diese Dämonen sein wird und welche Verbindung er zum Millennium-Grafen hat. Und das müsst auch ihr selbst herausfinden. Und ich hoffe, ihr schaut ihn euch auch an. Denn habt ihr nicht auch mal wieder Bock auf eine lange Serie, wo man richtig in die Welt eintauchen kann und nicht nach 12 Folgen wieder rausgeschmissen wird? Wenn ja, dann gibt der Serie unbedingt eine Chance. Der Name des nächsten Animes sagt mal wieder alles. Und zwar Haganai, I Don't Have Many Friends. So geht es bei dem Anime um Außenseiter. Sie haben keine Freunde und passen nicht in die Klasse. Doch dann haben sie eine gute Idee. Warum tun sie sich nicht einfach zusammen? Und genau das machen sie auch. Sie gründen einen Club für Außenseiter. Schnell sind sie dann doch nicht mehr so alleine. Und natürlich entstehen mit der Zeit Gefühle zwischen den Charakteren. Was auch sonst. Haganai erschien schon 2011 in Japan. Diese Romcom hat auch 2 Staffeln erhalten. Und nun kommt sie endlich zu uns. Ist also die perfekte Gelegenheit, um ihn nachzuholen.
Vielleicht hat man ja damals schon von der Serie gehört, Bilder im Netz gesehen. Doch bald kann man ihn auch endlich ohne Probleme anschauen. Auch die nächste Serie haben wahrscheinlich viele vergessen, und zwar Soul Eater. Der schaffte es schon 2011 zu uns. Auch den Manga kann man auf Deutsch kaufen. Der Anime ist jedoch auch mit der Zeit in Vergessenheit geraten. Nun sind wir alle im Fire Force Hype. Denn da soll im Sommer Staffel 2 rauskommen. Aber wusstet ihr, dass er vom selben Mangaka wie Soul Eater kommt? Wenn du dich also nicht bis Sommer gedulden kannst oder die zweite Staffel verschoben wird, schaue doch in Soul Eater rein. Den wirst du sicherlich auch mögen. Aber das soll es dann auch schon gewesen sein. Welchen Anime kanntest du von den Vorgestellten? Und welche Meisterwerke sind deiner Meinung nach in Vergessenheit geraten? Schreibe sie doch gerne in die Kommentare, drücke auf den Gefällt mir Button und abonniere nicht vergessen. Man sieht sich im nächsten Video. Bis dann!